Warum gibt es eigentlich keine Kreuzfahrt mit dem U-Boot, frage ich mich. Es gab ja jetzt einmal dieses Milliardären-U-Boot, was dann explodiert ist. Hat nicht so gut geklappt. Wo die ganze Welt getrauert hat. Aber man könnte doch vielleicht das anbieten, wenn sich die Leute auf dem richtigen Kreuzfahrtschiff nicht mehr so richtig trauen, wegen Umwelt, dass man einfach sagt, okay, wir machen es unter Wasser. Das sieht euch niemand. Da ja. könnt ihr trotzdem irgendwas sehen von der Welt, halt von der Unterwasserwelt. Ganz ehrlich, Chris, ich würde es buchen. Ja. Es ist doch wirklich der einzige Grund, warum ich keine Kreuzfahrt mache, ist, weil es einfach ist moralisch nicht vertretbar. Und ich